Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen in meiner Küche. Ja, zu Corona-Zeiten brauche ich neue Videoideen, da wir ja jetzt zurzeit leider nicht ins Disneyland können. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut und habe bei dem lieben Gregory Gage, das ist ein YouTuber aus England, gesehen, dass er Rice Krispies oder Krispy Treats selbst gemacht hat, wie man sie in Walt Disney World in Florida bekommt. Ich habe sie auch schon mal probieren dürfen, ich war ja da selbst noch nicht in Florida, aber mir wurden sie bei der Disney Cruise mitgebracht und da habe ich sie probiert und sie sind super lecker. Und genau, also ich habe mich inspirieren lassen von ihm und dachte, mache jetzt die deutsche Version daraus. Was ihr alles braucht, sind natürlich Rice Krispies. Die bekommt man in Deutschland so leider nicht. Ich habe diese jetzt bei Amazon bestellt. Ich packe euch den Link auch unten in die Infobox. Die kommen dann aus Großbritannien, die sind dann etwas teurer. Aber man könnte auch theoretisch gepufften Reis aus dem Reformhaus nehmen, habe ich mir dann im Nachhinein gedacht. Aber ja, warum nicht das Original aus England bestellen? Dann braucht ihr weiße Schokolade für am Ende zum Dekorieren. Und ganz wichtig sind Marshmallows. Dann habe ich hier noch ein paar Formen. Ich habe hier so also Plätzchen-Ausstechformen, damit man das Mickey-Shape bekommt. Ich habe Cupcakes, also Muffin-Förmchen und auch hier diese Mickey-Förmchen. Bei denen bin ich mir aber nicht sicher, ob es so funktionieren wird, weil ich habe letztens mal auch Muffins gebacken und die haben da drin festgeklebt und keine Ahnung. Ich werde es mal probieren, ob es funktioniert, weil Mickey-Shape-Sachen schmecken einfach besser. Und ich würde sagen, achso, Butter brauchen wir noch. Butter. Genau, ich schreibe euch unten auch nochmal alles in die Infobox, was ihr für Zutaten braucht. Und ich würde sagen, wir legen los. So, zuerst müsst ihr 3 Esslöffel Butter in einem Topf schmelzen lassen. Wenn die Butter geschmolzen ist, tut ihr ca. 4 Tassen von den Marshmallows rein, von den großen und von den kleinen. Wie ihr wollt, ihr könnt auch rosane nehmen, dann hat dann das Ergebnis ist dann ein bisschen rosa. Ich habe jetzt leider noch weiße bekommen. Übrigens mache ich das Rezept zum ersten Mal. Ich habe es vorher nicht getestet und ich weiß auch nicht, ob es schmeckt und wie es schmeckt. Ich hoffe, dass es schmeckt wie die Rice Krispies in Florida. Aber wie gesagt, das ist ein Experiment gerade, aber ich freue mich schon sehr drauf. Wie ihr gesehen habt, musste man sehr viel rühren, damit es auch nicht anbrennt. Gut, ihr habt eh keine hohe Temperatur, aber jetzt habt ihr eine cremige Flüssigkeit oder eine cremige Masse. Und da kommen jetzt ca. 6 Tassen Rice Krispies rein. Ich zeige euch jetzt einmal und dann muss ich die Kamera leider abstellen, sonst wird das nichts. So, 6 Tassen sind hier drin und jetzt müsst ihr sehr viel rühren. So, jetzt ist es eine sehr klebrige Masse. Jetzt nehmt ihr euch eure Förmchen oder Mickey-shaped Plätzchen-Ausstecher. Die Plätzchen-Ausstecher müsst ihr auf eine Unterlage setzen, weil ihr müsst die Masse dann jeweils da reindrücken. Und alles vorher bitte einfetten, ganz wichtig. Thank you.
So, jetzt nehmt ihr die Masse und drückt sie gut in die Förmchen rein. Muss alles sehr fest sitzen. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Es ist ein bisschen Handarbeit. Also ich habe am Ende fast nur noch mit den Händen alles reingedrückt. Vorher mal ein bisschen Butter in die Hände, dann löst sich das klebrige Zeug auch besser. So, und das ist jetzt mein Ergebnis. Ich habe einige mit Mickey Shape und den Rest habe ich hier in diese Muffinförmchen gepackt. Das kommt jetzt in den Kühlschrank und während es im Kühlschrank ist, lassen wir die weiße Schokolade schmelzen. So, ich habe ein kurzes Päuschen gemacht und was gefrühstückt, weil bei dem ganzen Rice Krispies habe ich Hunger bekommen. Und jetzt lasse ich die Schokolade schmelzen und zwar in einem Wasserbad. Es ist wichtig, dass ihr eine Plastikschüssel nimmt, weil eine Glasschüssel könnte bei der Hitze, die von unten kommt, kaputt gehen. Und genau, ein bisschen Wasser. Da tue ich jetzt die Schokolade rein und lasse sie langsam schmelzen. Und dann hole ich die Rice Krispies aus dem Kühlschrank und dann schauen wir mal, wie sie aussehen. So, ich muss die Kamera ein bisschen weiter weghalten, so beschlägt sie gleich. Ihr seht, die Schokolade ist langsam hier am Schmelzen. Es muss wieder so eine cremige Konsistenz sein. Und ich habe mittlerweile die Rice Krispies aus den Förmchen abgelöst und ich muss sagen, sehen echt gut aus. Schaut mal. Auch aus den Silikonformen, endlich mal. Ist sie zu was gebraucht? Ich dachte schon, ich muss sie wegschmeißen, aber bei dem Rice Krispies hat es ganz gut funktioniert. Ja, und das sind die aus den Muffinförmchen. Genau, und da kommt jetzt die weiße Schokolade drauf. Und dann habe ich hier noch so ganz verschiedene Deko-Sachen. Also Einhörner, Sternchen. Und die werde ich dann damit noch verzieren am Ende. Ich versuche das mal ein bisschen einhändig zu machen. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach. So. So, also jetzt haben wir hier, ich versuche das jetzt irgendwie gerade hinzubekommen. So, jetzt macht er die Schokolade da so ein bisschen drauf. Muss jetzt auch nicht perfekt sein, ne? So. Ich mache das jetzt mal mit zwei Beispielen und dann macht ihr hier so ein bisschen Sprinkles drauf und hier ein paar Einhörner. Und dann tut ihr sie nochmal in den Kühlschrank. So, das mache ich jetzt mit allen und dann kommen sie in den Kühlschrank und dann werde ich am Ende nochmal verkosten. Aber sie sehen jetzt schon super lecker aus. Schaut mal. So, nochmal bevor sie in den Kühlschrank gehen, so sehen meine Meisterwerke aus. Natürlich nicht perfekt, das soll übrigens Mickys Hand sein, laut Ausstechform. Aber ich muss sagen, sie sehen schon sehr lecker aus. Natürlich sehr kalorienarm auch natürlich. So, und zum Schluss werde ich noch einen davon probieren. Wie gesagt, ich habe das Rezept zum ersten Mal gemacht
Und ich bin mal sehr gespannt. Also die Konsistenz ist schon mal sehr klebrig. Mmh. Sehr crunchy. Für mich so ein bisschen wie im Disneyland. Wenn es neue Snacks gibt und ich die teste. Aber ich muss sagen, sogar besser, ist ein bisschen besser als die von Walt Disney World, weil die halt sehr frisch sind und dass noch die crispy, das sehr crunchy sind, sehr knusprig und es ist auch nicht zu süß, es ist süß, klar, Marshmallows und so und es ist auch nicht kalorienarm mit der ganzen Butter und Marshmallows und der weißen Schokolade, aber ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen, die mal nachzumachen. Wie gesagt, wenn ihr die Rice Krispies nicht online bestellen wollt, versucht es mal einfach mit gepufftem Reis aus dem Reformhaus. Oder aus dem Bioladen. Sorry, ich rede jetzt mit vollem Mund. Mm, aber ich bin wirklich begeistert. Schmecken echt lecker. Ja, also kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Und da wir jetzt alle noch sehr viel Zeit haben bei Corona und wir nicht in die Disney Parks oder in andere Freizeitparks dürfen, und auch nicht wirklich verreisen dürfen, hoffe ich, dass ihr das Rezept mal nachmacht. Wenn ja, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich verlinke euch unten meinen Namen. Ob ihr das Rezept nachgemacht habt, wie es euch gelungen ist und auch gerne, ihr könnt mir auch gerne Fotos schicken, wenn ihr welche mit Disney Design nachgemacht habt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Zuhause-Video wahrscheinlich, weil die Disney Parks oder das Disneyland Paris wird noch sehr wahrscheinlich sehr lange zubleiben und ich muss kreativ sein, damit ich euch weiter mit Videos versorgen kann wöchentlich. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder bei mir zu Hause. Bis dann, meine Lieben.